Warum lässt das eine SPD-teilregierte Regierung zu? Also bei der OECD-Studie werden die Steuern und die Abgaben zusammengenommen. Das muss man mal ganz wissen. Deswegen, wenn wir heute über das Steuersystem reden, treffen wir das Kernproblem für Geringverdiener nicht. Denn Geringverdiener sind im Prinzip eine Familie bis 37.000 Euro steuerfrei. Und wir haben auch dort da gar nicht den großen Nachholbedarf. Das Problem ist, dass natürlich auch Geringverdiener Sozialversicherungsabgaben zahlen. Dafür bekommen sie aber auch was. Ich warne sehr davor, in der OECD-Studie zum Beispiel Mexiko, die USA als Beispiel heranzuführen. Die sehen ganz toll aus. Da würde vielleicht in meinem Solms das Herz aufgehen, weil die ganz wenig Steuern und Sozialversicherungsabgaben zahlen. Wenn man dort aber zum Arzt gehen muss, dann ist man oft völlig verschuldet, bekommt die ärztliche Behandlung nicht. Man hat keine Rentenversicherungsansprüche. Und ich lebe lieber in einem Staat, in dem eben auch gemäß unseres Grundgesetzes Eigentum verpflichtet, wir auch ein System haben, dass auch diejenigen, die wenig Geld verdienen, ein gutes Krankenversicherungssystem haben, Rentenansprüche erwerben. Mhm. Deshalb kann man das nicht miteinander vergleichen. Das, und ich warne davor, die USA oder, und da kenne ich mich wirklich auch aus, in Entwicklungsländern als Beispiel dafür heranzunehmen, super, dass da so wenig Steuern gezahlt werden und Abgaben, deshalb geht es den Menschen besser. Das ist ganz im Gegenteil so. Es ist wichtig und richtig, dass wir hier Steuern haben, dass wir Menschen für Menschen zahlen, dass unsere Renten sicher sind. Und das sollten wir uns auch in Deutschland erhalten. Herr Lehmkuhl, sind Sie jetzt beruhigt? Okay, ist der Spitzensteuersatz von 53% auf 42% runtergesenkt worden. Da waren Sie dabei? Ja, also es ist so, wir haben wir haben unter Rot-Grün den Eingangssteuersatz von 26% auf 15% gesenkt. Jetzt haben wir ihn mittlerweile auf 14% gesenkt, wollen auf 10% senken. Wir reden jetzt mal vom Spitzensteuersatz. Und wir haben den Spitzensteuersatz, weil wir ja auch immer auf die Mitwirkung des Bundesrates angewiesen sind. Damals auch auf Druck der Christdemokratischen Union und auch der FDP-regierten Länder gesagt bekommen, wenn wir den Eingangssteuersatz senken, dann müssen wir auch den Spitzensteuersatz senken, sonst hätte es gar keine Steuerreform gegeben. Ich persönlich bin immer der Meinung gewesen, und meine Partei, dass wir den Spitzensteuersatz wieder anheben wollten. Das haben wir ja auch getan, das ist nachweisbar. Ich meine, ich bin nicht seit 2000 schon im Parlament, ich bin seit 2002 dabei, habe letztlich auch die Steuerreform so übernommen, wie sie dann gekommen ist. Aber ich habe mich dafür eingesetzt und in den letzten 7 Jahren hat die SPD den Spitzensteuersatz wieder nach oben gebracht. Nein, ganz und gar nicht. Das ist ja auch immer, Herr Solms, bei allem Respekt, das kennen wir ja von der FDP, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt. Und der mündige Bürger, der weiß schon am besten, wie er mit den Steuern vorgeht. Nein, Sie haben vorhin so Beispiele genannt, so nach dem Motto, die Steuern würden verschwendet werden. Ich finde es sehr schön, dass Sie privat von Ihrem Einkommen einen Teil spenden für Vorschulbildung. Ich sage aber, da können wir uns nicht auf die Gutmütigkeit von einigen Bürgern verlassen, sondern wir brauchen Kindergärten, das wollen wir, die mittelfristig gebührenfrei werden. Wir brauchen eben auch die Ganztagsschulen, die wir mit den Bundesgeldern gefördert haben, damit alle Menschen eine Chance haben, gleiche Bildungschancen, Chancen von Anfang an. Und das können wir nicht dem Goodwill von ein paar Bürgern überlassen, das muss der Staat organisieren. Und wir brauchen deswegen, und das hat mich schon ein bisschen empört, was Sie gesagt hatten, so nach dem Motto, es gibt so viele Alleinerziehende, und die arbeiten nicht, die Mütter. Wissen Sie, Sie haben es als Mann leicht. Sie haben nicht 2 Kinder. Hätten Sie damals 2 Kinder zu versorgen gehabt, hätten Sie damals, als Sie, ich lasse mich mal aussehen, als Sie jung waren, Sie haben gesagt, nach 14 Tagen sind Sie so toll wie Phönix aus der Asche hervorgestanden. Wenn eine junge Mutter mit 19 Jahren oder mit 18, 19 Jahren 2 kleine Kinder hat, dann kann, und sie hat keine Möglichkeit, diese Kinder irgendwo unterzubringen, wo sie gut betreut werden, dann muss ich um die Kinder kümmern. Da kann ich nicht in der Wohnung abschließen. Ja, und deswegen brauchen wir Steuergelder. Deswegen müssen Sie endlich mal dafür sein, dass Steuern gezahlt werden, damit diese Möglichkeiten einer jungen Mutter eingeräumt werden. Und dann kommen wir raus. Ich habe nicht gehört, dass Sie gesagt haben, dass Sie die Initiative unterstützen. Sie jetzt sagen, Sie hätten selber gesagt, dass das schlecht ist. Ihr Vorschlag ist, dass die Vermögenden endlich mehr Steuern zahlen, damit die Mutter ihre Kinder gut betreuen kann. Sehr schön, dann sind Sie jetzt der 24. Da schreiben Sie damit. Jetzt haben wir ja einen Lerneffekt gehabt. Wollen Sie mal mit Ihrer